Moin aus Berlin, Zulzul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. So, der da kann das erstmal reparieren und dann aufwischen. Macht denn der gerade Gurkensalat essen? Um 3.12 Uhr in der Früh isst man Gurkensalat. Warum nicht? Ich habe gerade so überlegt. 3.12 Uhr. Ich glaube, ich stelle morgen früh den Wecker. Und dann werde ich auch Gurkensalat essen. Wie sieht dein Bademantel eigentlich aus, Alter? Ja, danach kannst du duschen. Du hättest das ja auch schon selbstständig von alleine früher reparieren können, gell? Was jetzt? Was gibt das, wenn es fertig ist? Mann, Mann, du, Hygiene ist bei dir aber ganz übel. Das ist auch noch alles kaputt. Hör mal, du Eimer, wie wär's denn erstmal mit reparieren? Und dann kannst du wischen. Das wirst du, Pappnase, so wohl nicht wegbekommen. Eieiei. Also aus dir ist echt nichts geworden, du. Ach so, jetzt räumt er das erst weg. Warum eigentlich so kompliziert? Hier ist ja alles kaputt. Aber was willst du machen, ne? Das Sozialleben lässt auch nach, naja, bei dem Geruch bestimmt. Duschen? Kommst von allein drauf? Anscheinend nicht. Der hätte auch eine Frau werden können, du. Mir fällt da gerade was ein.
Oh ja, wartet mal. Wie war das noch gleich? Wie war das noch gleich? Stopp mal. Aktionen. Das habe ich von gestern schon wieder vergessen, ne? Guck mal, da hätte es drin gestanden. How's the torque? Genau, schönen Delfin dahin. Pass mal auf. Mit den... Ach so, wäre auch dumm. Tattoos ist klar. Wo kann ich denn... Der kann sowas nicht anziehen. Hier, Rezo. Wir machen ihn so. Na, er kriegt jetzt die hier. Das passt. Richtig Frauenfrisur. Wenn er so läuft und so kahl rasierte Beine hat, dann kann er auch so eine Frisur bekommen. Unglaublich. Aber wahr. So, hier tut wieder was. Mehr Auswahl. So, warte mal. Outfits. Outfit ändern. Ach, ich müsste jetzt in jedem Outfit die Haare ändern. Okay. Okay, na dann. Dann müssten wir theoretisch... Dann müssen wir das ja überall ändern. Das ist ja unglaublich.
ist ja blöd. So. Alter Schwede. Da machen wir nichts. So, mein Gott, was haben wir heute wieder gebastelt? Wer hat den eigentlich großgezogen? Bleib mal stehen, du Haken. Outfits. Outfit ändern, das machen wir jetzt mal genau. Aber ja, wer wechselt da dann auch die Haare, oder? Ah, schade. Sarpava, Lemtim Yenadi. Den Bartbehälter und Ohrringe. Alter, nee. Was ist mit ihm denn los? Unglaublich. Wie sieht das hier eigentlich aus? Teile plündern. Oh je, Leute. Wo ist der Hafensänger denn? Was ist jetzt schon wieder? Schmutzige Zeit. Sind vielleicht ein bisschen sauber. Ach ja, was willst du machen? Daniel. Ich habe auch keinen Bock, jeden mit dieser... Ich sage, erstelle einen Sim und ich ändere den. Warum muss ich das in jedem Outfit ändern? Das ist doch voll doof. Das will doch kein Mensch. Da müssen wir drüber nachdenken. Und ihr fackelt hier gefälligst nichts, alles, nicht alles ab. Graue Lena, graue Nadja. Aber liebe Leute, wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich sehe nur, dass Lena und Nadja beide ganz schön auseinandergehen.
Es ist im Alter wohl normal. Aber naja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid und sagt bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.